Was zuletzt geschah. Die Zeit der Begegnung war gekommen. Feurigel traf endlich Scheinux. Die Umstände waren jedoch nicht gut. In einem kurzen Dialog erfuhr Feurigel, dass Scheinux geflohen war, da er das Leben in Silberdorf nicht mehr aushielt und er niemanden von dort mehr in seinem Leben haben wollte. Als Warnung endete der Dialog mit einem Angriff. Als Feurigel später wieder aufwachte, wusste er, dass er den anderen die Situation erklären musste. Bulbi wollte es nicht glauben, Lord Ecke war schadenfroh. Die Suche nach Scheinux war nun zu Ende. Doch spät in der Nacht, in seinem Traum, fiel Feurigel etwas auf. Es ist alles nur eine Frage der Perspektive. Kapitel 6 Mut. Es ist alles nur eine Frage der Perspektive. Und ich hatte den Beweis für Scheinux Unschuld. Jetzt musste ich es nur noch den anderen mitteilen. Der nächste Morgen brach schon bald an. Ich fühlte mich so wach wie nie zuvor. Die Reise war noch nicht zu Ende. Es dauerte nicht lange, bis Latias anklopfte und eintrat. Fühlst du dich inzwischen besser? Ja, deutlich. Und ich muss noch einmal mit euch reden. Latias war etwas verwirrt, sagte jedoch nichts dagegen. Wenn du meinst, ich hole schnell die anderen. Ich hielt sie ab. Nein, ich komm mit. Ich kann auch nicht für immer hier bleiben. Sie sah mich einen Moment unerfreut an, stimmte nach kurzem Zögern jedoch zu. Meinetwegen, aber in Silberdorf bleibst du heute noch, verstanden? Ich nickte kurz und folgte ihr auf den Hauptplatz. Dort waren bereits alle versammelt. Was mich wunderte war, dass es wirklich alle waren. Auch Bulbi war hier, auch wenn sie immer noch sehr mitgenommen aussah. Lord Ecke hingegen sah etwas fröhlicher aus, aber das würde ihm noch vergehen. Hydropi war der Erste, der mein Auftreten hinterfragte. Was machst du hier, Feurigel? Gibt's noch irgendetwas? Kurz überlegte ich, wie ich es sagen sollte. Schließlich begann ich, eine Frage. An welchem Auge hat Scheinux seine Narbe? Alle sahen mich extrem verwirrt an. Ist das nicht egal? Vielleicht nicht. Welches ist es denn? Bulbi übernahm die Antwort. Naja, sein linkes. Es kam genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Aus welcher Perspektive? Die Fragezeichen in den Gesichtern der anderen wuchsen zu ganzen Wörterbüchern heran. Wie, was meinst du mit welcher Perspektive? Überlegt es doch einmal. Wenn ihr Scheinux seht, dann hat er seine Narbe an einem Auge, links oder rechts, von euch gesehen. Aber denkt doch an Scheinux Perspektive. Für ihn ist es nämlich die andere Seite. Lord Ecke definierte dann eine endgültige, entscheidende Antwort. Wenn du es so brauchst, dann aus der wichtigen Perspektive. Unserer. Latias wurde wieder ziemlich wütend. Unsere Perspektive ist nicht wichtiger. Denk doch noch einmal nach. Hätten wir seine Perspektive gesehen, wäre das nie passiert. Noch einmal spulte ich die Vision in meinem Kopf ab. Der Beweis war erbracht. Das stimmt nicht, Latias, weil Scheinux nie das sagte, was ich euch erzählt habe. Die Wörterbücher wurden erneut größer. Inzwischen konnte man glatt von einer Bibliothek reden. Nur Lord Ecke glaubte wieder sofort alles zu verstehen. Ach was, ist endlich Zeit, dass du zugibst, dass du uns die ganze Zeit anlügst. Ich habe euch nicht angelogen. Ich habe euch erzählt, was ich dachte, wäre geschehen. Aber ich hatte nach unserem Gespräch gestern Abend die ganze Zeit ein komisches Gefühl. Als ob etwas nicht stimmte. Und als ich am Einschlafen war, sah ich wieder meine Vision vom großen Baum und meine Begegnung vom Vortag. Und mir ist dabei etwas aufgefallen. In den beiden Szenarien, die beiden Scheinux hatten ihre Narben an unterschiedlichen Augen. Ein Moment kehrte Stille ein. Sie wurde durch ein Lachen unterbrochen. Lord Eckes Lachen. Ist das gerade ein Ernst? Du meinst, weil du im Schlaf eine Vision gesehen hast, weißt du jetzt die Wahrheit? Seine Miene wurde wieder ernst und er sah in die Runde. Jetzt mal ehrlich, was denkt ihr ist wahrscheinlicher? Dass die ungefähr 200 Beweise, die wir haben, und das, was Feurigel uns gestern erzählt hat, stimmen? Oder dass er eine Vision im Schlaf hatte, die ihm gezeigt hat, dass die Narbe am anderen Auge ist? Und das, wobei er Scheinux erst einmal getroffen hat.
Es also auch sehr gut sein kann, dass er selber nicht genau weiß, auf welcher Seite die Narbe ist. Soll ich es euch verraten oder kommt ihr selber drauf? In der Runde kehrte betretenes Schweigen ein. Ich war fassungslos. Wartet, ihr glaubt lieber Lord Eckhead, der euch die ganze Zeit wie Dreck behandelt, als mir? Habt ihr nicht alle selbst vor ein paar Tagen noch an Shanooks Unschuld geglaubt? Und was wir auch bedenken müssen, wenn da draußen irgendjemand rumrennt und Shanooks imitiert, was ist dann mit dem Echten? Er könnte Lebensgefahr schweben. Und dieser jemand kann dir endlose Dinge aus Shanooks Privatleben erzählen. Das ergibt ja Sinn. Das verstärkt meine Theorie. Vermutlich wird Shanooks vom Nachahmer festgehalten und erhält die Information aus erster Quelle. Ja, das gibt natürlich Sinn. Ich sehe es glatt vor mir. Shanooks ist in irgendeiner Höhle eingesperrt und sein Entführer ahmt ihn nach und greift uns an. Und wenn der Entführer in die Höhle zurückkehrt, plaudern die beiden gemütlich über ihr Leben. Das überzeugt mich. Sie ist ein Feuerriegel, das war's. Wir können Shanooks nicht helfen, wenn er keine Hilfe will. Es ist für alle das Beste, so wie es ist. Jetzt ist Zeit für uns, Günther zu finden. Aber Bulbi, du musst mir doch zustimmen, wir können Shanooks helfen. Ich sah sie an. Ich sah, wie ihr wieder Tränen kamen. Nach allem, was passiert ist, ich glaube nicht daran, dass Shanooks böse ist, aber alles spricht für das, was er getan hat. Er ist nicht böse, aber er will nicht hier sein. Auch wenn ich es mir mehr wünsche als alles andere, ich werde seine Entscheidung respektieren. Lord Ecke sah mein fassungsloses Gesicht und begann erneut zu lachen. Siehst du es endlich? Der Fall ist geklärt. Es gibt nichts mehr zu bereden. Jeder hier hat das eingesehen. Jetzt komm in der Gegenwart an. Es ist vorbei. Immer noch wollte ich nicht aufgeben, doch als ich weiter argumentieren wollte, stoppte mich Latias. Lass es gut sein, Feuerriegel. Auch wenn es wehtut, Lord Eckhart hat recht, wir können nichts mehr tun. Der Fall Shanooks ist beendet. Bevor ich die Chance hatte, etwas zu erwidern, wurde sie lauter. Also dann, jeder kennt seine Gruppen. Unsere Suche nach Günther beginnt jetzt. Und sie wird nicht enden, bevor wir ihn gefunden haben oder bewiesen haben, dass er nicht in dieser Welt ist. Auf geht's, Leute. Und sie alle zogen sofort ab und ließen mich wortlos auf dem Dorfplatz stehen. Ich konnte es nicht glauben. Sie hatten einfach aufgegeben, den Glauben an Shanooks verloren. Es soll alles nur eine Einbildung von mir gewesen sein. Doch was war denn wahrscheinlicher? Dass ich mich nur etwas verguckt hätte oder dass alles falsch war? Nein, ich durfte jetzt nicht beginnen zu zweifeln. Ich glaubte fest, ich wusste, dass ich recht hatte. Ich spürte es tief in mir. Das Pokémon, das ich getroffen hatte, war nicht Shanooks. Der echte Shanooks war noch irgendwo da draußen und war vielleicht in höchster Gefahr. Ich musste eingreifen und keiner würde mich stoppen. Dazu war ich fest entschlossen. Irgendwie war es seltsam. Nie hatte ich Shanooks persönlich getroffen. Und doch war ich fest entschlossen, ich will ihn nicht im Stich lassen. Wenn seine Freunde ihn aufgegeben hatten, musste eben jemand ran, den er nicht einmal kannte. Ich machte mich auf, um meinen Beutel zu holen und deckte mich mit Waren in Silberdorf ein. Ich machte mich bereit, tagelang fort zu sein. Auch wenn ich es ungern zugebe, ich musste mir etwas Geld von einem der Bewohner borgen, mit dem Gewissen, es nicht so bald zurückzahlen zu können. Jedoch hatte ich selbst kein Geld, aber Lord Ecke würde auch mit weniger auskommen. Und sobald ich mit dem echten Shanooks zurückkehren würde, würden sie mir wohl verzeihen. Naja, Lord Ecke selbst vielleicht nicht, aber mit allen anderen auf meiner Seite würde er nicht viel tun können. Und ich würde ihm das Geld auch irgendwann zurückzahlen. Aber es ging um Leben und ich war nun bereit, eines zu retten. Ich wusste bereits, welchen Ort ich ansteuern würde. Ich würde wieder in den Wald reisen, in dem ich den Doppelgänger letztes Mal getroffen hatte. Da Lord Ecke ihn anscheinend auch bereits einmal dort erspäht hatte, war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dort auf sein Versteck zu stoßen. Doch es würde keine leichte Aufgabe werden, es zu finden. Immerhin musste es einen Grund haben, dass bisher niemand das Versteck finden konnte. Ich reiste den gesamten Tag durchgehend durch den Wald. Was ich vor meinem Aufbruch nicht bedacht hatte, war, dass eventuell wieder jemand von den anderen den Wald durchsuchen würde. Da ich Silberdorf nicht verlassen sollte, durfte ich mich auf keinen Fall sehen lassen, sollte es tatsächlich jemanden geben. Auch Shanooks Doppelgänger durfte nichts von mir erfahren.
Ansonsten würde es vermutlich ein noch schlimmeres Ende nehmen als letztes Mal. Wie ich bereits vermutet hatte, bemerkte ich im Verlauf des Tages tatsächlich einmal Pokémon aus Silberdorf. Ich versteckte mich und versuchte herauszufinden, wer genau es war. Ich verstehe es einfach nicht. Warum müssen wir jetzt nach Günther suchen? Wir können nicht noch mehr Beweise finden, dass er nicht zurückkehren kann. Ich würde mir derzeit eher Sorgen machen, dass wir vielleicht über Shinnok stolpern könnten. Er würde es uns vermutlich ziemlich übel nehmen. Wenn er es wirklich war, aber das war niemals Shinnok, das war ein Doppelgänger. Ich war ziemlich überrascht, das zu hören. Die Stimmen hatte ich alle erkannt. Es waren Eevee, Chillast und Bulby. Aber anders als es noch am Morgen wirkte, schien Bulby noch Hoffnung in meine Behauptung zu haben. Offensichtlich machte sie es gerade zum ersten Mal auch den anderen gegenüber deutlich, denn ich hörte eine vierte Stimme, die ziemlich überrascht wirkte. Was, aber heute Morgen hast du doch noch gemeint, dass du selber glaubst, dass Folge vorgestern Shinnok begegnet ist. Diese vierte Stimme gehörte eindeutig Seemobs. Nach den letzten Geschehnissen hatte Latias es wohl am sichersten gesehen, die Gruppe aus der anderen Welt zusammenzuhalten. Heute Morgen war Lord Ecke dabei. Ich hatte einfach gesehen, dass es nichts bringt, sich gegen ihn zu stellen. Er hätte einfach weiter debattiert. Ich habe uns allen nur Nerven erspart. Aber ich glaube an das, was Vorriegel sagte. Die Skepsis der anderen war deutlich herauszuhören. Versteh mich nicht falsch, Bulby, aber es ist wie Latias sagte. Lord Ecke hatte einen sehr guten Punkt. Ich will zwar auch nicht, dass es wahr ist, aber wie wahrscheinlich ist es denn in diesem Fall, dass Vorriegel recht hatte? Er kann sich so leicht vertan haben. Es ist wahrscheinlicher, dass Vorriegel recht hat, als dass Lord Ecke recht hat. Ich glaube diesem Vulpix kein Wort mehr. Und wenn irgendjemand hier Shinnok kennt, dann bin ich das. Er würde so etwas nie tun, das wisst ihr doch alle. Sie waren alle einen Moment lang still. Seemobs meldete sich als erster wieder zu Wort. Das stimmt, ich glaube auch nicht, dass Shinnok uns einfach so alleine lassen würde. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, wir können ihn nicht suchen. Versuch mal Latias deine Einstellung zu erklären. Sofort wirkte Bulby wieder niedergeschlagen. Ich weiß, sie hat mit der Suche abgeschlossen, genau wie die anderen. Nur Feurigl hat noch nicht aufgegeben. Wir müssen sie irgendwie überzeugen können. Warum müssen wir sie eigentlich überzeugen? Ich meine, sie leitet zwar derzeit die Gruppe, aber keiner zwingt uns, Teil der Gruppe zu sein. Wir könnten jederzeit unseren eigenen Weg gehen, ohne die anderen. Aber wäre das wirklich eine gute Idee? Wir sind alle keine starken Kämpfer. Shinnok war der Krieger in unserer Gruppe. Und wenn er wirklich irgendwo gefangen halten werden sollte, würde der Entführer ihn bestimmt nicht einfach gehen lassen. Könnten wir ihn überhaupt besiegen? Außerdem wäre es nicht schlau, sich mit den Bewohnern Silberdorfs zu verspielen. Sie sind unsere einzigen Bekannten in dieser Welt. Wir wissen kaum etwas über diesen Ort. Wir würden ohne ihre Hilfe kaum zurechtkommen. Bulby wirkte sehr nachdenklich. Brauchen wir ihre Hilfe wirklich? Denkt an unsere große Reise. Wir haben die ganze Welt bereist. Haben wir da Hilfe von anderen gebraucht? Wir haben alles gesehen und alle Hindernisse überstanden. Alleine. Und wenn ich weiß, dass es für Shinnok ist, bin ich auch bereit, wieder alleine zu reisen. Oder vielleicht zurückzukehren in unsere Heimatwelt. Alle anderen wirkten sehr geschockt. Zurückkehren in unsere alte Welt? Aber haben wir nicht alles durchgestanden, um letztendlich hier zu landen? Und noch wichtiger, denk daran, warum wir geblieben sind. Wir sind alle wegen Shinnok geblieben, da er sich hier zu Hause gefühlt hat. Und das tut er immer noch. Das heißt, du könntest nicht beides haben. Zurückkehren und Shinnok bei uns haben, wird nicht möglich sein. Wieder wurde sie still. Trotzdem werde ich heute Abend mit Latias reden. Und je nachdem, was sie antwortet, werde ich mich entscheiden, was ich mache. Die Diskussion schien, als würde sie weitergehen wollen. Doch ich wurde abgelenkt. Ich hörte ein Rascheln direkt über meinem Kopf. Als ich nach oben sah, entdeckte ich gerade noch ein gelbblaues Pokémon. Shinnok Doppelgänger. Er hatte das Gespräch offenbar auch belauscht.